Gleich nachdem Albert die Waldgrenze überwunden hat, gelangt er an eine grasbewachsene Hügellandschaft. Trostlos und vertrocknet scheinen die Pflanzen hier. Lediglich ein paar Primeln scheinen sich wohlzufühlen. Albert muss weiterziehen. Dabei erreicht der Überlebenskünstler eine Steinschlucht. Kein Weg führt daran vorbei. Er muss sie überwinden. Gute Wanderschuhe sind hierbei sicherlich von Vorteil. Doch noch wichtiger als festes Schuhwerk ist die Konzentration. Jeder unüberlegte Schritt könnte dazu führen, dass Albert abstürzt oder sich Felsen über ihn lösen. Er hat es geschafft und kann seinen Weg nun fortführen. Doch wohin wird Albert gehen? Nun, die Suche nach einer Sache ist wichtiger als alles andere. Wasser, das Elixier des Lebens. Bei enormer Hitze und körperlicher Anstrengung kann ein Mensch bereits nach einigen Stunden ohne Flüssigkeitszufuhr sterben. Stehendes Wasser sollte man in der Wildnis möglichst meiden, da sich Keime darin befinden können, die lebensgefährlich sind. Auch bei fließendem Wasser ist die Gefahr nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Wenn man aber überleben will, ist das wohl die geringste Sorge. Doch nicht immer ist es so leicht, an Wasser zu kommen. Selbst im schönen Tirol muss man dafür manchmal ganz schön hoch hinaus. Die Mühe hat sich gelohnt. Im Moment kann sich Albert kaum etwas Schöneres vorstellen als dieses eiskalte Wasser. Direkt aus den Gletschern der Alpen. Je weiter das Wasser bereits vom Gletscher weggeflossen ist, desto besser. Direkt an der Quelle löscht das Wasser durch die fehlenden Mineralstoffe kaum den Durst und liefert auch wenig Energie. Die nötigen Stoffe werden erst im weiteren Flussverlauf durch Steine, Erde und Pflanzen angereichert. Nach dem Auffüllen seiner Trinkflasche macht sich Albert gleich wieder auf den Weg ins Tal. Mittlerweile macht sich auch der Hunger bei Albert bemerkbar. Die Fische in diesem Teich sind nicht sehr groß. Aber alles ist besser, als mit leerem Magen weiterziehen zu müssen. Und Albert hat auch schon eine Idee, um das zu verhindern. Als erstes benötigt man den richtigen Stock. Möglichst gerade und stabil soll er sein. Unerwünschte Äste sollten dabei entfernt werden. Wichtig ist es, das Ende des Holzstückes scharf abzuschneiden. Danach wird dasselbe Ende in Kreuzform eingeschnitten.
Als nächstes wird eine Schnur in die Lücken gespannt und so gut wie möglich festgezogen. Zum Schluss sollten die vier Enden so spitz wie möglich zugeschnitten werden. Nur noch den Stock auf die gewünschte Länge bringen und fertig ist der selbstgemachte Speer. Beim Speerfischen sollte man darauf achten, möglichst still zu stehen, um schnell zustoßen zu können. Vom Rand aus hat Albert die besten Chancen. Sich mitten in den Teich zu stellen, bringt über längere Zeit die Gefahr einer Unterkühlung. Doch manchmal hat man auch mit der besten Technik einfach kein Glück. Heute fängt Albert leider keinen Fisch. Wir begeben uns in die Tiefen des Waldes. Die moosbedeckte Gegend bietet nicht nur hohen Bäumen ein Zuhause. Auch viele Pilze, Flechten und Farne fühlen sich an den überwiegend feuchten und schattigen Plätzen wohl. Doch der dichte Wald hat es auch Albert angetan. Das Tageslicht schwindet und er möchte hier einen Unterschlupf finden. Diese geschützte Felslandschaft scheint die perfekte Stelle zu sein. Hier wird Albert seine Basis aufbauen. Während den nächsten Tagen wird er einige Zeit hier verbringen, um unter anderem zu essen und zu schlafen. Albert spannt eine Plane mit Seilen zwischen zwei Bäumen auf und befestigt das andere Ende mit einem schweren Holzstück. Daneben legt er einen Stein, um eine Einkerbung zu erzeugen. Bis zum Morgen soll sich darin trinkbares Kondenswasser bilden.
Beim Bau des Schlafplatzes macht sich der Survival-Experte einen bereits umgestürzten Baum zunutze. Er verdichtet den Baum durch zusätzliche Äste, um den Schlafplatz vor Wind, Regen und Schnee zu schützen. Die Äste sollten möglichst viele Blätter besitzen, um die Witterung so effizient wie möglich abzuwehren. Was Albert hier macht, sollte nur getan werden, wenn es ums Überleben geht. Äste abzuschneiden oder einen Baum zu fällen, kann in vielen Ländern aufgrund von Naturschutzgesetzen sehr teuer werden. Nun geht es darum, die Feuerstelle vorzubereiten. Albert befreit dazu den Boden von Moos und Gras, dass sich das Feuer sonst unkontrolliert ausbreiten kann. In der Nacht kann die Temperatur auf dieser Höhe unter minus 15 Grad Celsius rutschen. Auch mit einer guten Jacke bedeutet das nach längerer Zeit ohne Wärmequelle den sicheren Tod. Das geht schon mal. Trockenes Holz und Moos eignet sich am besten, um das Feuer lebendig werden zu lassen. Doch heute ist das Wetter gut und es gibt kaum Wind. Deshalb entschließt Albert, das Feuer an einer weiteren Stelle, direkt unter dem schützenden Felsen, zu entfachen. Zunächst probiert Albert jedoch einen von ihm scharf geschliffenen Stein aus. Offensichtlich war seine Arbeit erfolgreich. Der Stein schneidet sogar durch einen Knochen. Nur Geduld darf ihm dabei nicht fehlen. Geduld muss Albert auch zum Feuermachen mitbringen. Er nimmt ein weiteres Seil und spannt es zwischen den Enden eines gebogenen Astes. Das überschüssige Seil bindet er gut um die Enden herum und verhindert somit ein unbeabsichtigtes Loslösen der Konstruktion. Einen weiteren Stock schnitzt er an beiden Enden spitz zu. Diesen wickelt er schließlich um seinen selbstgebauten Bogen. Nun ist nur noch Muskelkraft und Ausdauer gefragt. Das Holz glüht. Jetzt muss Albert extrem vorsichtig sein, damit es nicht wieder erlischt.
geschafft. Doch was hier so einfach aussieht, ist alles andere als das. Eine Dauer von über einer Stunde, bis das Feuer zu brennen beginnt, ist keine Seltenheit. Der nächste Abend. Gerade bereitet Albert sein Abendessen zu. Löwenzahn steht heute auf der Speisekarte. Denn jeder Teil dieser Wunderpflanze ist essbar. Auch die Wurzel, nach gründlichem Reinigen, versteht sich. Auch auf die Hygiene muss in der Wildnis nicht immer verzichtet werden. Man nehme einen Tannenast und schlage das Ende mit einem Beil auf, bis es weich wird. Schon hat man eine natürliche Zahnbürste, die nicht nur reinigt, sondern auch noch gut schmeckt. Es ist kalt geworden. Deshalb schläft Albert heute in seinem selbstgebauten Unterschlupf. Die Wände des Unterschlupfes reflektieren die eigene Körperwärme. Dabei gilt, je kleiner der Unterschlupf, desto stärker die Wirkung. Die offene Stelle wird durch das Feuer ergänzt. Dadurch hofft Albert, die Nacht so angenehm wie möglich zu überstehen. Nächte sind anstrengend. Immer wieder muss Albert nachlegen, damit das Feuer nicht ausgeht. Die Konsequenz könnte fatal sein. Noch mehr als der Hunger ist es die Einsamkeit, die in solch pechschwarzen Nächten an Alberts Psyche zehrt. Heute kann er endlich durchschlafen und seine Sorgen für einige Stunden vergessen. Ein neuer Morgen bricht an.
Mit diesem Tag endet das Abenteuer von Albert Steiner. Völlig erschöpft hat er sein Ziel schon fast erreicht. Doch nicht das Erreichen des Ziels war ihm am wichtigsten, sondern die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, mit der Natur im Einklang zu leben. Wenn auch nur für ein paar Tage. Er ist oftmals an seine Grenzen gestoßen und hat dabei auch viel Neues gelernt. Der Weg war hart, doch Albert ist trotzdem voller Zuversicht. Bald wird er wieder in die Zivilisation und somit zu seinem normalen Alltag zurückkehren. Noch einen Schluck Wasser, bevor es losgeht, und am besten noch die Wetterlage überprüfen. Das geht durch Beobachten von Tannenzapfen. Sind die Zapfen offen, ist Sonne angesagt. Sind sie geschlossen, gibt es Regen. Doch ganz gleich, was es sein wird. Albert freut sich auf die letzten Meter. Denn die Erinnerung an seine Reise kann ihm keiner mehr nehmen.